Ja, ich hatte ein fantastisches Podcast-Interview mit der Loa Helzer und einige von euch kennen sie mit Sicherheit schon. Sie ist im Bereich der Spiritualität angesiedelt und ihre Frage, die sie sich ganz oft stellt, ist: Wer bin ich denn wirklich? Und damit geht sie raus so ein bisschen mit der True Power auch, mit dem True Empowerment und will euch mit auf die Reise nehmen. Und ich habe sie in diesem Interview mit auf eine Reise genommen, um sie nämlich zu fragen, wer ist sie denn wirklich? Und das ist spannend, da beginnt die Reise zwischen Loa und mir in diesem Podcast. Super spannendes Interview, super diebe Frau, hat mir sehr gut gefallen. Ich arbeite super, super gerne mit ihr zusammen und ich wünsche ganz viel Spaß mit dieser Folge. Meine Mutter sagte mir einmal: Tue das, was du wirklich willst. Ja, hey, die Loa ist bei uns auf dem Kanal. Ich freue mich mega, mega, mega arg, dass sie dabei ist. Und wir werden heute über so viel spannende Themen reden. Aber bevor wir zu den Themen kommen, möchte ich euch einfach mal ein bisschen erzählen, wer ist sie überhaupt? Wie habe ich sie kennengelernt? Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Letztes Jahr war ich auf ihrem Kanal und ich habe ihre Farben gesehen mit dem Grün und so weiter und ihre Videos gesehen und dachte so, ey, was ist das für eine krass geile Energie? Das war zu dem Zeitpunkt, als du bei Baha Yilmaz die New Spirit Ausbildung gemacht hast. Und dann dachte ich, ey, pass auf, mit dieser Frau will ich, muss ich, soll ich einen Livestream machen. Und dann hat sie zugesagt, wir haben einen Livestream gemacht, der war fantastisch, wir haben viel gelacht. Und dann kam ein paar Monate später die Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt möchte ich sie auch für die Community in dem Podcast haben. Sie beschäftigt sich mit dem Thema: Wer bist du denn überhaupt wirklich? Was ist deine True Power, deine Potenzialentfaltung? Und darüber wird es natürlich auch heute in diesem Podcast gehen. Sie hat mittlerweile auch einen Club, Loa Club. Und da geht es natürlich rund um diese Themen. Sie geht jeden Tag live. Sie hat sich das Commitment gegeben, jeden Tag live zu gehen. Das ist schon sehr, 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 sehr krass. Eine Stunde, sehr viel Verantwortung. Und deswegen freue ich mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen mit diesem fantastischen Thema. Und schön, dass du da bist, liebe Loa. Boah, Jonas, ich freue mich so sehr. Ich kann mich noch ans Live erinnern und es waren so coole Themen und deswegen freue ich mich jetzt noch mehr, wirklich mit dir deep auf all die Themen einzusteigen und ja, freue mich auf unsere nächsten Minuten. Sehr, sehr geil. Also für alle Zuschauer und Zuhörer, egal ob YouTube oder Podcast, wir wollen wirklich tief eintauchen in die Themen. Und deshalb habe ich mir schon mal so ein paar Fragen natürlich vorbereitet, um in die Tiefe reinzutauchen. Aber ich bin immer ein großer Freund auch von Intuition und deswegen höre ich immer so ein bisschen raus, was wird die Loa denn jetzt gleich alles erzählen und werde daraufhin natürlich noch mal ein bisschen pieken. Die Free erste flow. Fra die, er die erste Frage ist so ein bisschen, weil das steht ja auch direkt bei dir auf dem Profil mit dem: Wer bist du wirklich? Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Okay, Loa, aber wer bist du denn wirklich? Eine sehr gute Frage. Ja, mega geil. Das ist tatsächlich, glaube ich, die schwierigste Frage, die wir Menschen einfach mal so easy beantworten können. Denn die Frage ist: Womit identifizierst du dich eigentlich? Und identifizierst du dich eigentlich mit den richtigen Sachen? Oder ist das dein Ego, was an irgendwas anhaftet? Oder also als was stelle ich mich jetzt hier vor? Und ich kann euch sagen, das ändert sich alle paar Monate mal. Das weißt du ja auch selber, Jonas. Ich habe damals, war ich im Großkonzern, bin dann im Startup gewesen, dann habe ich mich selbstständig gemacht als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin, habe ein Buch geschrieben und irgendwann gemerkt, okay, es geht mir um so viel mehr als nur Fitness und Ernährung. Aber durch all die Sachen habe ich verstanden, wer bin ich eigentlich wirklich? Und ich glaube, in ganz vielen Dingen finden wir uns auch in anderen Menschen wieder. Das bedeutet, diese Frage, wer bist du eigentlich wirklich? Warum steht das in meinem Profil? Weil es mich aufregt, wenn Menschen keine Meinung haben und wenn Menschen einfach gar nicht erkennen, wie einzigartig und wundervoll sie eigentlich sind. Und für mich ist so diese Originalität, wir alle wurden als Original geboren, aber die meisten Menschen sterben als Kopie, weil wir uns die ganze Zeit vergleichen, die ganze Zeit vergleichen, die ganze Zeit vergleichen.
aber so sehr Angst haben, eigentlich unsere Weirdness rauszulassen, unsere Besonderheit rauszulassen, im Sinne von natürlich unserer Lache, unserem Style, unserer Berufung. Wir passen uns so viel an, dass wir gar nicht mehr wissen, was steckt da eigentlich tief in mir. Und für mich hat das sehr, sehr viel mit Tiefgang, sehr, sehr viel mit Selbsterkenntnis, zu erkennen, wer bin ich eigentlich, zu tun. Und ich lerne jeden Tag mehr dazu, also wer bin ich? Ich bin Loa. Ich würde sagen, ich bin Spiritual Entrepreneur. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Also ich folge der Freude und meiner Lebensaufgabe, die für mich darin steckt, zu geben, was ich bin und nicht zu geben, was ich habe. Und deswegen dieses Commitment, jeden Tag für meine Community, für meine Kunden am Start zu sein, live zu gehen und wirklich alles zu teilen, was ich gelernt habe. Ich habe gemerkt, dass es bei mir in diesem Leben wirklich darum geht, mitzuteilen, was ich gelernt habe. Und durch das, was ich erlebe, können andere lernen. Das kriege ich immer wieder mit, dass einfach nur durch das Vorleben oder durch die Erzählung andere sich darin wiederfinden und sagen, ey, das bin auch ich, das steckt auch in mir. Und das kann sich, wie gesagt, alle paar Monate mal ändern. Also ich hatte mal in meiner Bio stehen, ich bin Künstlerin, weil ich ultra viel gemalt habe, Ukulele gespielt habe und auch meine Arbeit so ein bisschen als Kunst ansehe, weil ich auch manchmal Gedichte schreibe. Dann hatte ich drin stehen Autorin, weil ich eben ein Buch geschrieben habe. Aber bin ich eigentlich jetzt gerade eine Autorin, wenn ich mich gar nicht nach Schreiben fühle? Nee, finde ich nicht. Und deswegen Spiritual Entrepreneur ist für mich so der Oberbegriff, und der Oberbegriff für meine Arbeit ist True Power, also dein wahrhaftiges Potenzial. Power ist für mich einfach nur, yo, ich bin stark, ich habe die Power. Und True ist für mich so diese weibliche Energie, die da mit reinkommt. Wer bist du eigentlich wirklich? Die wahrhaftige Power, die aus dir heraussprudelt. Und das bin ich, glaube ich, wirklich. Dieses Heraussprudelnde, wovon andere ganz viel mitnehmen können. Und das musste ich erstmal erkennen, dass dieses Heraussprudelnde nicht zu viel ist, sondern eigentlich meine Superpower ist. Das heißt also, um das so ein bisschen zusammenzukommen, was ich raushöre, ist, dass es alles ein Prozess ist. Das heißt, dieses Wer bist du wirklich verändert sich täglich, wöchentlich, monatlich. Und das Zweite, was ich so ein bisschen daraus gezogen habe, war auch, ich meine, wir haben ja einen ähnlichen Werdegang, so ganz grob mit dem Tanzen und mit Fitness und so weiter, dass all diese ganzen Dinge, was wir gemacht haben, dass das immer auch für das Heutige dient. Das macht uns ja aus zu dem heutigen Wer bist du, ne? Dass das frühere Wer bist du steckt da ja mit drin. Ja, und ich glaube, dass es gibt so zwei verschiedene Dinge, und zwar auf der einen Seite Authentizität, also wirklich sich zu zeigen, wie man ist, wahrhaftig zu zeigen, und auf der anderen Seite aber Selbstausdruck. Und für mich ist Selbstausdruck zum Beispiel, dass du einen Bart trägst oder dass du deine Haare wachsen lassen hast. Also das hat ja auch etwas damit zu tun von, wer will ich eigentlich sein in dieser Welt? Wie will ich aussehen? Wie will ich nach außen sein? Bei mir hat das sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich meine Affirmationen als Tattoos auf dem Körper trage. Immer wenn ich irgendwas über mich gelernt habe, muss das in einem Tattoo verwirklicht werden. Deswegen stehen bei mir auf den Armen so Dinge wie wild, deep and true, she is art, weird, pure, was steht hier noch? Universe, awake. Das sind alles Dinge, und wenn ich irgendwann 80 bin, bin ich vielleicht ein komplettes Wörterbuch. Aber ich liebe das. Ich liebe das so sehr, dass ich halt quasi durch meine Tattoos eigentlich auch jeden Tag lerne und mich daran erinnere, wer bin ich eigentlich. Und was dazugehört, ist für mich, die verschiedenen Facetten von sich selbst einmal zu erkennen. Also auf der einen Seite zum Beispiel zu erkennen, dass ich eine krasse Unternehmerin bin, sonst hätte ich ja nicht BWL studiert, wäre im Großkonzern gewesen und hätte so dieses Ziel gehabt, auch im Großkonzern wirklich ins Management zu kommen und einfach so diese Motivation, was Krasses aufzubauen. Auf der anderen Seite dieser unfassbare Tiefgang und diese spirituelle Ebene, dass ich halt, wenn ich nicht gerade im CrossFit-Workout oder im Downward-Facing-Dog hänge, dass ich irgendwie tanzend auf Bali-Festivals rumhänge am allerliebsten und die Zeit vergesse und Deep Talks bis 5 Uhr morgens führe, mir die Zeit komplett scheißegal ist und auch dann in dem Moment das Business mir scheißegal ist, weil es geht gerade um ganz andere lebensphilosophische Themen, und da kommt so die Künstlerin, der Poet in mir raus, die einfach gefühlt den ganzen Abend irgendwie sich nur in die Augen schauen will und irgendwie, ja, einfach so das, so die Wahrhaftigkeit des Lebens spüren will. Und dann gibt es aber auch noch die extrovertierte Entertainerin, die einfach die ganze Gruppe unterhält und einfach immer laut ist. Ich war immer schon laut und einfach
Ja, übernehme gerne die Führung in der Gruppe, heize gerne an, wollte früher, das ist übrigens ein Random Fact, wollte früher Animateurin werden. Das war mein Lieblingsjob. Ich wollte Animateurin werden. Und ich dachte mir so, das ist Living My Dreamland, wenn ich es schaffe, Animateurin zu sein. Aber all diese Sachen führen jetzt zurück zu meiner Lebensaufgabe, nämlich teilen, wer ich bin. Und alles zusammen ist gerade der Loa Club. Alles zusammen spielt in meinem Online-Kurs True Power, in meinem Podcast True Power, jetzt gerade im Podcast mit dir mit rein. Weil auf der einen Seite diese Unternehmerin, die einfach krass so Daten, Fakten, so der Hai in mir, einfach der mega Daten, Fakten haben will und einfach was Großes aufbauen will. Auf der anderen Seite dieser spirituelle Tiefgang, der mich krass wieder runter auf den Boden holt und mich nicht oberflächlich sein lässt. Und diese Mischung ist natürlich extrem wichtig und ich glaube, deswegen zieht unsere Energy uns auch zusammen, weil wir da, glaube ich, sehr ähnlich sind. Und das finde ich spannend, weil je mehr du erkennst, wer du bist, desto mehr ziehst du deine Soulmates in dein Leben, desto mehr kann dich deine Lebensaufgabe finden, nicht du deine Lebensaufgabe. Absolut. Also ich fühle dich zu 100%. Es ist auch witzig, wenn Leute mich fragen, so Jonas, weil Authentizität ist ja eins meiner Hauptthemen und ich kriege oft die Frage gestellt, Jonas, welche Menschen sind denn wirklich authentisch? Weil ich immer sage, so ey, Instagram ist ach, 90, 95% rumgefake, voll kein Bock. Und dann fallen immer ihr Zweifel immer als Beispiel. Ja? Also Calvin Hollywood auch noch, finde ich auch super authentisch. Aber das sind, und dann wird es so langsam dünn. Dann wird es so langsam dünn, dann weiß ich auch nicht mehr, so wen ich aufzählen soll. Und alle anderen kenne ich dann auch zu wenig. Da traue ich mich dann auch, keine Meinung zu äußern. Aber so die meisten, und deswegen finde ich es richtig toll, als auch ein Rob, super, super authentisch. Ab und zu wünschte ich mir zwar, dass er seine Posts doch noch selbst schreibt, weil die nicht so ganz passen. Das habe ich ihm aber schon mal auch persönlich geschrieben. Aber grundsätzlich, klar, wenn man irgendwann wächst, 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 dann muss man einfach gewisse Dinge outsourcen. Aber auch da ist auch wieder die Frage, für ihn bedeutet das, sein authentisches Ich auszuleben, weil er ist beispielsweise im Human Design ein Projector und der Projector ist ein Architekt. Das heißt, er ist dafür da, im Hintergrund alles quasi so zu gestalten, dass das Ganze trotzdem nach außen geht, aber er ist nicht der klassische, ich stehe auf der Bühne und obwohl er bei Gedankentanken auf der Bühne stand, ist es nicht sein Favorite Job. Er würde das nicht am liebsten nicht nochmal annehmen. Er macht das, weil es halt gut ist, so, aber er nimmt auch gar keine Podcast-Interview-Partner an, weil das einfach nicht sein Ding ist. Wohingehend ich sage, yo, Mann, Podcast-Interviews, wenn ich fühle, die Energy stimmt, auf jeden Fall, ich supporte alle und ich habe da einfach Bock drauf, gerade auf diesen Austausch, weil das so sehr in mir ist. Und da muss ich sagen, ist es wiederum mega geil. Ich zum Beispiel schreibe alle meine Posts selber, aber auch, weil mir das so wichtig ist und weil das wie so ein Fingerabdruck von meiner Seele ist und weil ich halt auch gerne Gedichte schreibe und solche Dinge. Und deswegen ist es aber auch so, das Unternehmen ist ja viel abhängiger von mir. Das bedeutet, wenn ich jetzt krank bin im Krankenhaus, werde ich nicht jeden Tag einen Post schreiben können. Dann würde ich auch eine Story aufnehmen, wo ich sage, Leute, I'm fucked up, ich liege im Krankenhaus, richtig scheiße gerade. Und das liebe ich aber auch. Also ich will das dann genauso, weil ich will ja, dass die Community meine Reise mitmacht und wirklich halt auch versteht, wer ich als Mensch bin, weil sonst fühle ich mich unverstanden und habe das Gefühl, ich arbeite gegen meine Soul Mission. Wohingegen Rob, seine größte Soul Mission ist, Lego spielen, ein Unternehmen aufzubauen und so quasi aufzubauen, dass es nicht mehr von ihm als Personal Brand abhängig ist. Es sind komplett zwei verschiedene Wege, was wir auch echt erstmal erkennen durften, wie unterschiedlich wir da eigentlich sind und wie wichtig das aber ist, dass jeder authentisch seins lebt. Das bedeutet, long term könnte Rob sich vorstellen, noch mehr in den Hintergrund zu gehen und sogar andere Brands auf seinem Account groß zu machen oder dass ich noch viel mehr als Brand gezeigt werde und er ist eher im Hintergrund. Und das finde ich sehr spannend, dass das quasi auch eine Entwicklung gerade ist dahinter. Sehr, sehr geil. Also nochmal, ich finde ihn super, super authentisch, weil er Ja. sagt ja auch ganz offen, hey, meine Posts werden Ja, geliebt. stimmt. Und das ist das wiederum, was ich halt super authentisch finde. Dass man einfach die Transparenz gibt, weil zum Beispiel viele Kanäle, du weißt, ich will gar nicht so arg drauf eingehen, um da einen Ja, Haken klar. dran zu setzen, ist es so, dass halt viele Follower gekauft sind und Ja. gefaked sind und auch viele bekannte Speaker und Ja. renommierte Speaker, tolle Speaker, faken ohne Ende. Und verkaufen Ey, ohne Witz. Authentizität. Und deswegen möchte ich einfach, was ich damit sagen wollte, ich wollte euch einfach wertschätzen. Und deswegen mache ich auch mit euch oder mit dir, besser gesagt, diesen Podcast, weil ich eure Authentizität wahnsinnig schätze. Und Dankeschön.
ihr so toll seid, deswegen. Ich finde es so krass, ich finde, es gibt aber auch einem selbst, also mir gibt es ein mega geiles Gefühl zu wissen, ich habe nicht einen einzigen Follower gefaked und von Anfang an mir alles alleine aufgebaut. Und das gibt der Unternehmerin in mir so diesen Drive von yes, self-made. Verstehst du, was ich meine? Ich würde mich voll unehrlich fühlen, wenn ich jetzt irgendwie mir Follower gekauft hätte, weil ich würde dann, also das ist ja quasi, das ist mega, mega spannend, weil da wird ja in uns der Lügner und Betrüger getriggert. Und unterbewusst weißt du die ganze Zeit, ich bin eigentlich der Loser. Eigentlich hätte ich gar nicht so viele Follower. Und was gibt dir das für ein Selbstwertgefühl? Kein gutes. Scheiß Selbstwertgefühl. Ja, deswegen, so mache ich es auch. Alles komplett selbst. Und geil, mega gut. Genau, cool. Ich hab noch, pass auf. Du hast ja auf deiner Bio stehen, Wild Child. Und dann dachte ich mir, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, man hat ja in der Bio nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen. Ja? Ja. Warum schreibt sie jetzt Wild Child drauf? Das muss eine tiefe Bedeutung haben und ich will wissen, was für eine Bedeutung. Geil, I love that question. Also Wild Child war für mich so wichtig, weil ich mich halt als Ganzes sehe, ne? Und halt dieses Wild Child ist für mich die Mischung, ich habe ja vorhin schon geredet über die Unternehmerin, über den Entertainer und über die Spiritual Festival Tänzerin. Und dadurch, dass halt Spiritual Entrepreneur drinsteht, dadurch, dass Speaker drinsteht und Coach drinsteht, was ultra professionell ist, ich könnte jetzt da auch noch Autorin reinschreiben. Nee, aber das ist mir alles zu unternehmerlastig und ich will immer noch die Möglichkeit haben, einfach Spürkes zu machen in meiner Story. Ich will, dass die Leute wissen, dass es auch mal nicht serious gerade bei mir ist, sondern ich halt einfach zeige, wie ich irgendwie mit meinem Jimmy in den Dschungel fahre und wir halt irgendwie im Dschungel schreien oder tanzen oder einfach so komplett random Dinge halt teilen. Und für mich ist so dieses Wild Child, dieser Hippie in mir und es verbindet so dieser Tiefgang, diese Spiritualität mit der Entertainerin so ein bisschen und gibt mir so die Möglichkeit, mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin und einfach so mein zwischendurch Everyday Dance in the Kitchen zu zeigen und solche Sachen, so dieses Wild and Free in mir, was so, so groß ist, einfach zu zeigen, weil ich bin nicht die irgendwie ein Unternehmen aufbaut, um dann jeden Tag mit dem Blazer rumzulaufen. Ich will nach wie vor in meinem Bikini Stories machen können oder in meinem Bikini coachen können und einfach ja mein Leben so leben, wie ich bin. Und das gibt mir die Möglichkeit, mir selbst die Möglichkeit, mich in all meinen Facetten zu zeigen. Und deswegen war mir das so wichtig, dass das da drin steht. Und es steht so ein bisschen für das Hippie-Child, Urban-Hippie, ja, in meinem Leben für mich. Also die Spiritualität, die Authentizität, auch so das kleine Kind, die Leichtigkeit, das steckt für mich alles in Wild Child, dass ich halt nicht die seriöse Unternehmerin und die seriöse Speakerin, die von B2B-Kunden irgendwie angefragt wird, weil das will ich gar nicht sein. Ich will nicht bei irgendwelchen Krankenkassen auf der Bühne stehen und sprechen, das ist gar nicht mein Ziel, sondern ich will B2C halt für jedermann einfach zeigen können, ey, es ist möglich, dein authentisches Traumleben aufzubauen und wenn ich das kann, dann kannst du das auch und ja, das ist für mich Wild Child. Geil, geil, sehr geile Geschichte dahinter. Mhm. Sehr, sehr, sehr cool. Ich habe, pass auf, bei mir geht es ja immer um das Thema so Authentizität, Echtheit, Realness, Real Talk. Ich nenne es immer Tacheles Talk. Geil. Und das ist mir so, so, so wichtig einfach. Du hast ja vorhin schon ein bisschen gemerkt, als ich über das Thema Faken und sowas geredet habe. Und das Ding ist, was mir auffällt, und das hast du vielleicht auch in deiner Community auch, aber mich würde interessieren, wie gehst du damit um? Die Menschen wissen ja alle unheimlich viel. Wir wissen ja alle alles. Jeder weiß alles. Jeder kennt das komplette Wissen von Plato und von allen Spirituellen, was auch immer. Aber tatsächlich setzen es ja die wenigsten um. Die wenigsten leben es auch tatsächlich. Und da habe ich zwei Fragen an dich. Die Frage Nummer eins ist, wann hast du für dich gemerkt, dass du es nicht nur weißt, hier oben, sondern dass du es auch fühlst und dass du es auch lebst? Das ist die Frage Nummer eins, also auf dich bezogen. Frage Nummer zwei ist, wie schaffst du es in deiner Community, die Menschen von Kopf zu dem Herz zu bekommen, zu ihrer wahren Echtheit, auch zuzugestehen, ja, ich habe Wissen, aber ich lebe es nicht. Und wie komme ich da jetzt hin, das zu leben? Das ist mega, mega, boah, ich danke dir so sehr für diese Frage, weil mir das eine krasse Selbsterkenntnis gerade gibt.
Und zwar, dass es bei mir diesen Punkt niemals gab, Jonas. Es gab noch nie diesen Punkt, dass ich etwas wusste und es nicht gelebt habe. Und das ist auch der Grund, warum Spiritualität ist erst seit der New Spirit-Ausbildung, also seitdem Baha eigentlich in mein Leben getreten ist Spiritualität erst in meinem Leben. Das heißt, vor 2 Jahren habe ich mich angefangen, mit Spiritualität zu beschäftigen. Das ist keine lange Zeit. Manche sagen, ich beschäftige mich schon seit 10 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Und dann denke ich mir, ja, dann zeig's mir doch in deinen Handlungen. Das ist überhaupt nicht integer für mich, Dinge zu wissen, aber das nicht umzusetzen. Es macht für mich absolut gar keinen Sinn. Bei mir ist es eher andersrum. Deswegen habe ich zum Beispiel ja auch damals in meinem gesamten Studium habe ich mich noch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Mein gesamtes BWL-Studium, da wusste ich noch nichts, noch nicht mal, dass es Persönlichkeitsentwicklung diesen gesamten Markt gibt. Und ich bin mir sicher, ich hätte das Studium nicht abschließen können, hätte ich mich damals schon mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Das heißt, ich war komplett in meinem Dilemma von, ich muss im Großkonzern Gas geben, bla bla bla. Und deswegen habe ich es auch in Regelstudienzeit geschafft und da krass reingeknallt und so weiter. Ab dem Zeitpunkt, wo das anfing mit, ich höre Podcasts, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung, ich lese Bücher, ich gehe auf Seminare, das ging innerhalb von Tagen, habe ich gekündigt, was verändert, gemerkt, das funktioniert nicht mehr für mich. Und ich musste ins Handeln kommen, weil, Alter, da wirst du ja, also ich weiß, wenn ich das weitergemacht hätte, wäre ich halt im Burnout gelandet, zu 1000%, zu 1000%, wirklich. Und das ist für mich einfach so aus Verantwortung zu meinem eigenen Leben, ich kann es nicht verantworten, jeden Tag nach Hause zu kommen und meinem Partner abgefuckt anzumeckern. Ich kann es nicht verantworten, selbst dieses Gefühl in meinem Leben zu haben. Das bedeutet, für mich ist es ganz klar Eigenverantwortung. Was auch, glaube ich, zeigt, warum meine Entwicklung so schnell war. Ich kriege immer wieder die Frage, Loa, glaubst du, jeder kann so eine schnelle Entwicklung machen wie du? Ja, wenn du das machst, was du lernst, dann ja. Also für mich ist es so eine logische Konsequenz und für mich gibt es das nicht, dass ich etwas lerne und dann nicht umsetze. Also, wobei natürlich gibt es Dinge, die man immer öfter und öfter und öfter hören muss, aber ich sag mal so im großen Ganzen, weißt du, also im großen Ganzen kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ich mich viel mit einer Sache beschäftige und trotzdem noch nicht danach handle, gehe ich immer in den krassen Real Talk mit mir selber und mach Schattenarbeit und vergebe mir selbst und schaue und das ist das, was ich vor dem Interview zu dir meinte, sage aktiv zu Dingen Nein, die nicht mehr integer zu meinem Leben passen. Also lebe wirklich meine Wahrheit und frage mich wirklich, fühlt sich das gerade nach einem Hell Yes an oder fühlt sich das eigentlich nach einem, naja, ich weiß nicht. Und ich versuche immer mehr mein Leben danach zu leben, if it's not a Hell Yes, it's a No. Das ist nicht immer leicht, auf jeden Fall. Und der leichtere Weg ist einfach nur mit der Menge mitzuschwingen. Das ist der Grund, warum so viele Menschen es einfach nicht machen. Der leichtere Weg ist, keine Ablehnung vom Umfeld zu erfahren, einfach trotzdem zu den Geburtstagen, zu den Junggesellenabschieden, zu keine Ahnung was eingeladen zu werden. Und was mir da mega geholfen hat tatsächlich, ist, nach Cape Town zu fliegen, nach Bali zu fliegen, so weit wie möglich weg zu sein von meinem alten Leben. Das war für mich im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, weil endlich mal war ich nur auf mich alleine gestellt. Endlich mal habe ich nicht alle möglichen Freundinnen angerufen und gefragt, meinst du, ich soll das Tattoo stechen oder das Tattoo? Ich habe einfach selber entschieden, ich will das Tattoo und ich steche mir das jetzt. Und das ist ja wieder so ein krasses Zeichen für einen selbst. Ich treffe selber alleine Entscheidungen in meinem Leben und das bringt mich enorm weiter. Und ich glaube, dass mich das mega, mega gepusht hat, weil bei mir war vor 2 Jahren quasi der Cut von allem. Da kam eigentlich Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Next Level in mein Thema, in mein Leben. Davor habe ich keine Bücher darüber gelesen, auch keine großartigen Podcasts gehört. Das ist echt heftig. Aber seit diesen 2 Jahren hat sich auch alles bei mir verändert. Weißt du, was ich meine? Also es sind genau diese 2,5 Jahre, die es jetzt sind, die mich zu der Expertin in dem Themenbereich gemacht haben, weil ich einfach ohne Ende umgesetzt habe. Ganz logisch und ganz, ganz, ganz viel losgelassen habe. Und auch über mich selbst ganz viel losgelassen habe. Ich musste ja zu einem neuen Mensch werden. Und allein das ist die größte Challenge, dir selber einzugestehen, yes, ich bin bereit, zu einer komplett neuen Version zu mir zu werden. Denn
um etwas zu werden oder um etwas zu haben, was du noch nie zuvor in deinem Leben hattest, musst du zu einer Person werden, die du noch nie warst vorher. Du musst Dinge tun, die du noch nie getan hast. Und das habe ich einfach jeden fucking Tag gemacht. Ich war jeden fucking Tag mutig. Und das hat dazu geführt, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Dass ich einfach wirklich vom Herzen her jeden Tag sagen kann, I'm living my dream life. Du hast gerade, pass auf, das müssen wir noch mal langsamer machen, weil du hast jetzt so gefeuert. Da war eine Stelle drin und ich bitte alle, die zuhören und zuschauen, schreibt euch jetzt diesen Satz mit, weil der so mächtig ist. Wenn du dieser Mensch, ein bestimmter Mensch sein willst, dann musst du Dinge, und du bist ja noch nicht, dann musst du Dinge tun, die du vorher noch nicht gemacht hast. Dieser Satz, der ist so, 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 so wichtig, weil Menschen glauben immer, ganz ehrlich, Loa, viele, die jetzt im Podcast hören, die auch andere Podcasts hören, Videos hören, was auch immer, die hören das und sagen, ja, die hat recht, ja, der hat recht. Und dann hören sie mit dem Podcast auf und drehen sich wieder im Kreis. Genau. Da passiert nichts. Ja. Und das ist das, was, mich triggert das, weil ich denke mir so, ey, wie kannst du nur so geilen Content gratis konsumieren? Dann passiert nichts in deinem Leben. 1000%. Das macht mich auch krass aggressiv. Weißt du, was mich richtig krass in der Corona-Krise richtig abgefuckt hat? Ich saß auf Bali und sitze da mit einer Freundin und dieses Gespräch hat wirklich alles verändert. Und es war generell schon weird, weil ich wollte eigentlich arbeiten und wollte da krass an meinem Seminar arbeiten. Und dann, weiß ich nicht, haben wir uns einfach verquatscht. Und das ist übrigens der Tiefgang, der Deep Talk, der dann reinkommt und die Unternehmerin in mir weghaut und sagt, der Deep Talk ist gerade wichtiger. Hör auf zu arbeiten, der Deep Talk ist gerade wichtiger. Wir haben dann diesen Kaffee getrunken und auf einmal kam so eine Wut in mir hoch. Und zwar, dass so viele Menschen gerade in einer finanziellen Krise sind in ihrem Leben, weil sie nicht ihre wahre Größe leben. Es ist einfach Fakt. Danke. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich irgendeine finanzielle Krise hatte oder dachte, boah, shit, ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll, wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Mich einfach mal mit einem leeren Blatt Papier hingesetzt und kreativ sein. Einfach mal alles ausschalten. Vergiss mal das Wort reagieren und ersetze es mit kreieren. Nur so kannst du der CEO deines Lebens werden. Nur so kannst du wirklich sagen, okay, I'm powerful und ich werde mir jetzt was... Ich werde einen Weg finden und ich werde mir jetzt was ausdenken, was wirklich was kreieren, was es so noch nicht gibt. Und so sind zum Beispiel damals, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, sind meine Fit-Food-Workshops entstanden, weil ich eben erstmal dazu kam, hey, ich habe voll viel Wissen zum Thema Ernährung. Mega viele Menschen haben kein Wissen über Ernährung oder wissen nicht, wie sie es umsetzen. Also mache ich jetzt einen Fit-Food-Workshop, 3 Stunden einfach in den Raum setzen, let's go und wir haben einfach eine geile Zeit. Und innerhalb von 10 Minuten war das Ding irgendwie fast ausverkauft und ich dachte mir, so schnell habe ich noch nie Geld verdient. Weißt du, was ich meine? Aber davor kommt ja der Schritt, dass du dich in Stille hinsetzt und das wirklich kreierst und zu deiner wahren Größe endlich mal kommst und dir selber aus dem Weg gehst. Denn das ist das eigentliche Problem. Du stehst dir selbst im Weg, weil du diese alte Version von dir bleiben willst und du findest nicht den versteckten Vorteil, also es gibt ja einen versteckten Vorteil dieser alten Version von dir. Es gibt einen versteckten Vorteil, so zu bleiben, wie du bist. Nicht irgendwie einen Podcast zu starten, nicht zur Speakerin zu werden, nicht ein Buch zu schreiben, nicht, egal was es bei dir ist, von mir aus die Weltreise zu starten, egal was. Es gibt ganz viele versteckte Vorteile in deinem jetzigen Leben, aber die musst du aufdecken und ganz bewusst dagegen steuern, um zu dieser neuen Version zu werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil was ganz, ganz viele Menschen so krass vergessen ist, um an einem krass erfolgreichen Punkt zu sein in deinem Leben, musst du unfassbar viel loslassen. Und das sehen, glaube ich, ganz, ganz viele nicht. Viele sagen, boah, Loa wurde von Gedankentanken interviewt, Loa wurde von Tobi interviewt, Loa hatte Laura Seiler in ihrem Podcast, ich will das auch. Ja, wo ist denn dein Podcast? Wo ist denn das Buch, was du geschrieben hast? Wo ist denn dein Potenzial, was du auf die Straße gebracht hast? Fang doch an und dann kommen die Sachen ganz automatisch, wenn du wirklich anfängst zu geben, was du bist und nicht zu geben, was du hast. Bin ich 100% der Überzeugung. Boom, Bombe gedroppt. Gibt's eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Leute, sie spricht mir aus der Seele. Darf ich dazu was erzählen? 1000%, unbedingt. Ja. Und zwar war ich letztes Jahr, stand ich vor meiner 3-Monats-Reise durch Asien. Da habe ich dich auch angeschrieben. Ja, stimmt.
Und dann dachte ich aber, hey, die 3 Monatsreise irgendwie, ich will die nicht jetzt aus meiner eigenen Tasche bezahlen, sondern ich möchte in der Reise, möchte ich mir das Geld verdienen für die Reise. Wow, ja, Das war so mein, das war mein Goal, das war mein Commitment, was ich mir gegeben habe. Da war ich auf einer Mastermind von Kelvin. Ah. Und das ist ja so einer meiner Business-Mentoren. Und dann hat er einfach gesagt, ey Jonas, mach mal Personal Coaching. Mach doch mal, du hast es doch drauf, mach mal ein Personal Coaching, High Price oder Mid Price Personal Coaching und easy going. Schreibst einfach in Instagram ein paar Leute an, wie auch immer. Und ich denke, laber mich nicht voll, was wie jetzt und so. Und dann dachte ich, aber eigentlich ist schon eine geile Idee. Und dann Ja. bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich eine Woche lang einfach nur Leute angeschrieben, hey, wie geht's? Alles klar? Was sind so deine Challenges und so? Und in 2, 3 Wochen hatte ich 10 Calls oder sowas roundabout Fett krass. und habe dann irgendwie 3 Personal Coachings für jeweils 3.000 Euro verkauft. Habe dann so 9.000 bis 12.000 Euro, der eine hat ein bisschen länger gebucht, 9.000 bis 12.000 Euro Umsatz gemacht und die Reise hat mich 6.000 gekostet. Und dann habe ich Komplett die krank. Coachings während der Reise gemacht, ne? It's so simple, wenn du einfach mal dir selbst aus dem Weg gehst und einfach mal machst, also Stichwort machen, ne, und jeden Tag machen. Und ich finde so dieses, also das kam mir gestern nach dem Laufen. Vergiss mal das Wort reagieren und ersetze es mit kreieren. Wir haben immer ein geiles Gefühl in unserem Leben, wenn wir neue Dinge anpacken, wenn wir kreieren, wenn wir kreativ sind, wenn wir unser Leben uns selbst erschaffen. Und ich glaube, was mir extrem geholfen hat, ist immer mich zu fragen, nicht wie komme ich dahin, sondern wer kann mir helfen oder mit wem kann ich in Kontakt kommen. And it's all about connections. Es ist, wenn du dich selbstständig machst oder auch generell im Leben, es kommt immer darauf an, wie stehst du mit den anderen Menschen und wie verschlossen bist du der Menschheit gegenüber? Denn ich glaube, Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Und für mich geht es dann nicht um, oh, ich bin in Kontakt mit irgendwelchen krassen Businessleuten. Nein, mir geht es darum, ich gehe einen Kaffee trinken und wenn ich reinkomme, kennt er mich schon, weil wir immer Smalltalk führen. Und er sagt einmal wie immer, ich sage, yo, wie geht's dir heute? Alles klar. Ich bin überall, wo ich bin, schaffe ich mir selber Freunde, um mir selbst zu zeigen, ey, die ganze Welt ist voller Freunde. Wir sind nicht alleine. Wir müssen mal aufhören zu denken, dass wir einsam sind, alleine sind. Und das ist für mich Spiritual Basics. So, sprich mal mit Fremden, sprich mal einfach eine Oma an und sag, sie sehen wundervoll aus heute. Was gibt dir das für eine Energie zurück? Das ist auch wieder kreieren, die kleinsten Dinge. Und mir gibt es ein mega geiles Gefühl, einfach Best Buddies mit dem Barber zu sein oder mit dem Bäcker zu sein oder mit egal wo, die Kassiererin in der Bio-Company so. Mit ihr einfach zu sprechen und sagen, und wie ist ihr Tag heute? Einfach mal einen Satz mehr zu sagen, um zu zeigen, hey, Fremde sind Freunde, die ich noch nicht kenne. Und es kann sich innerhalb von Sekunden verändern. Und so schaffen wir uns wirklich Weisheit in unser Leben, weil wir mal über den Tellerrand hinausgehen und nicht irgendwie nur in unserem alten Umfeld sind. Absolut. Ich hatte zu dem Ding auch noch einen Impuls, was zum Beispiel mir hochkam, und das kommt ja auch sehr vielen hoch, ist ja dieses, ach, so einfach kann es gar nicht sein. Das funktioniert ja nicht. Ja. Und was dann aber kommen darf, und das kommt bei mir oft, ja, aber was, wenn doch? Ja, mega geil. Ja. Einfach mal noch das dran zu hängen. Wenn mal wieder vielleicht bei euch irgendwie, also bei den Zuschauern, was sowas kommt mit, ah, das geht doch, so einfach kann es doch gar nicht sein. Das Leben, es muss doch alles. Ja, aber was, wenn doch? Okay, dazu habe ich auch eine Story. Ich habe mal so einen richtig intuitiven Podcast geführt oder aufgenommen. Also okay, eigentlich sind alle meine Podcasts intuitiv, aber das war so richtig. Ich habe mich aufs Bett gesetzt mit dem Handy und einfach auf Aufnehmen gedrückt. Und das war auf Bali, da war ich in einer richtigen Krise. Der Podcast heißt Loslassen für deine Wahrheit. An die sich den im True Power Podcast mal anhören wollen, Loslassen für deine Wahrheit, weil ich gefühlt so viel loslassen musste, um meine Wahrheit an dem Zeitpunkt zu leben. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und halt geredet und habe halt gesagt, ja, das Leben ist kein Ponyhof, so einfach ist es nicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich reingeflüstert, das war aber komplett intuitiv. Genau das, Synchronicities. Und dann mein Jimmy, meine beste Freundin, wir nennen uns gegenseitig Jimmy, sie hat mir dann geschrieben, Alter, ich komme nicht auf mein Leben klar, ich muss mir das tätowieren. Und sie hat jetzt auf ihrem Körper stehen und was, wenn doch, durch diesen Podcast.
Es ist so witzig. Ja, es ist genauso. Und was, wenn doch? Was ist, wenn es doch klappt? Und da ist es genau die Frage. Manifestieren funktioniert für mich genau so, nämlich nicht, indem ich mich frage, was ist, wenn es nicht klappt? Das ist genau das Gleiche wie, oh Baby, what if I fall? Baby, what if you fly? So, was passiert einfach, wenn es klappt? Mal es dir aus. Wie sieht dein Traumleben aus, wenn es klappt? Wenn es alles genau so klappt, dass du die Reise genau von den Kosten nicht nur finanzieren kannst, sondern noch darüber verdienst. Was ist, wenn es noch krasser wird, wenn du da irgendwie, weiß ich nicht was. Also stell es dir so krass wie möglich in deinem Kopf vor und genau so funktioniert für mich. Für mich funktioniert genauso Manifestation, because if you can dream it, you can do it. Und das hört sich so richtig lapidar an und so richtig so, naja, if you can dream it, you can do it, stand übrigens mal in meiner Bio. Aber ich glaube, es ist wirklich so. Wenn du es dir schon vorstellen kannst, dann ziehst du es ganz automatisch an. Und mittlerweile ist es so, wenn ich irgendeinen Traum habe, rede ich mit meinem Jimmy, mit meiner besten Freundin, wir telefonieren, trinken Kaffee zusammen, dann erzähle ich ihr von dieser Vision und sie so, oh mein Gott, Jimmy, wenn du das aussprichst, dann weiß ich halt eh, es wird halt kommen. Es ist halt safe, dass es kommen wird. Und ich glaube, aus diesem Punkt her ist es dann ganz automatisch, dass ich meine Träume anziehe, weil es für mich so selbstverständlich ist, dass es halt der Fall ist. Weil ich habe es mir ja schon vorgestellt, also habe ich es ja schon gefühlt. Also lebe ich ja mein Leben so, als wäre es schon längst da und deswegen ziehe ich es an. This is manifestation. Absolut. Also ich bin auch felsfest davon überzeugt, dass diese ganzen Zitate und Sprüche und was auch immer es da draußen gibt, die Wörter alleine, die bringen dir noch nichts, das Wissen zu haben, die Zitate zu kennen, sondern was für einem Gefühl widme ich diesem Zitat. Zum Beispiel einer meiner Lieblingszitate ist vom heiligen Augustin, liebe und tue, was du willst. Und ich stelle mir dann immer so, wow, ich kann in Liebe sein, ich kann echt machen, was ich will, wie geil ist denn das überhaupt? Und dann Ja, fühle ich das richtig. Wow, ich nehme diese Trinkflasche und dann trinke ich und voller Liebe. Ich kann tun, was ich will. Ich kann auch, weißt du so. mega. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Und das ist für mich übrigens auch so mein, ich begrüße ja im Loa Club immer alle mit Welcome to the most beautiful day in your life. Und ich fühle das so richtig krass, weil, und das kommt übrigens auch von meinem Jimmy, von meiner besten Freundin. Also ich sage immer, sie ist so the mentor of my life und ich trage unsere Vision einfach als Gesicht nach draußen, aber eigentlich ist es genauso ihre Vision. Und auch da wieder, ne, meine beste Freundin als Personal Assistant in meinem Team zu haben, in meinem Unternehmen zu haben, ist für mich eindeutig living my dream life. Und wenn ich der Angst gefolgt wäre, dann hätte ich Angst, dass das natürlich unsere Freundschaft zerstört, denn mit Freunden macht man keine Geschäfte. Was ein Bullshit. Stell dir mal vor, wie geil das ist, jeden Tag nicht nur freundschaftlich Kontakt zu haben, sondern auch noch im Business und was es für ein krasser Effekt hat, wenn du einfach das Gefühl hast, du hast einen Familienbetrieb. Wie geil ist das denn? Absolut. Das schreibe ich zu 100%. Ja. So geil. Ich hab noch so einen Punkt, der knüpft mehr oder weniger noch an den vorigen an. Ist so ein bisschen, dass dieses, wenn wir über Wachstum reden, also auch dein Potenzial zu leben, dann ist es ja immer, dann kannst du nicht in der Komfortzone bleiben. Und da fand ich dieses Bild sehr schön. So in der Komfortzone, da ist kein Risiko, da ist Sicherheit, da ist alles wie gehabt. Aber das ist auch Stagnation, da passiert nichts. Das heißt, wenn du ein Mensch sein willst, du willst das, das, das und das und das, dann wird das da drin nicht passieren. Richtig. Wie ist so deine Meinung zu diesem Thema Wachstum, universelles Wachstum? Wie funktioniert das? Glaubst du, das geht auch komplett ohne Kontrasterfahrung? Oder sagst du, nee, ey, da muss ich auch mal richtig raus aus der Komfortzone, das darf auch positiv wehtun? Wie ist so deine Meinung dazu, wenn ich mein Potenzial wahrhaftig entfalten will? Es kommt immer darauf an, was deine Normalität in deinem Leben ist. Und für mich ist Wachstum und Veränderung das Normalste der Welt. Das heißt, ich sehe gar nicht, dass, also ich glaube, das Unnatürlichste, was wir als Mensch machen können, ist, an Altem festzuhalten und einfach diese Stagnation zu begünstigen. Und das Normalste, was wir machen können, ist daily außerhalb unserer Komfortzone zu sein, also immer wieder. Natürlich geht es immer darum, eine schöne Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie zu finden, auch vor allen Dingen zu fühlen, ich bin genug und ich habe nicht das Gefühl, ich bin nicht gut genug und das ist mein Antrieb, sondern mein Antrieb ist, ich werde besser, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es kann. Einfach aus einem kompletten
aus einem kompletten neugierigen Impuls, dieses Leben als Spielwiese wahrzunehmen und alle Farben dieses Lebens wirklich zu sehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich irgendwann eine 80-jährige Omi bin, dann will ich einfach verdammt geile Stories erzählen und dieses Abenteuer des Lebens erzählen. Und ich will von den Höhen erzählen und genauso will ich aber auch von den Tiefen erzählen, wo ich krass heule und nicht mehr weiter weiß, weil das ist es für mich das wahre Leben. Einfach, wie habe ich selber meine eigene Heldenstory geschrieben? Wie habe ich nicht aufs Leben reagiert, sondern von diesem Punkt an dann kreiert, das, was ich mir wirklich manifestieren möchte, das, was ich erleben möchte. Und für mich ist, wenn du dir die Natur anschaust, dann ist Wachstum und Geben das Normalste der Welt. Alles, was in der Natur ist, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, alles, was in der Natur ist, ist gebend. Der Regen ist gebend für die Natur, dass die Pflanzen wachsen. Ein Baum versucht nicht krampfhaft zu wachsen, er wächst einfach. Eine Blume versucht nicht zu blühen, sie blüht einfach. Und genau so dürfen wir Menschen Träume haben und sie einfach leben. Der Einzige, der uns im Wege steht, sind unsere Gedanken, dass so leicht kann das ja nicht sein, festhalten an etwas, was uns gar nicht mehr gut tut und diese Veränderung selber zu verhindern, indem wir es einfach mit unserem Mindset verhindern. Aber eigentlich ist es ja, das ist ja einfach nur ein Mindset-Shift. Wenn Veränderung das Normalste der Welt für dich ist, dann hältst du auch gar nicht mehr an alten Ängsten oder so fest, sondern du weißt ja, dass Veränderung das Normalste der Welt ist und dass wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue und so bist du im Fluss des Lebens. Genauso wie Finanzen müssen im Flow sein, müssen im Fluss sein. Und das ist einfach mega, mega, mega wichtig, das zu verstehen und zu begreifen und demnach auch auf der Schwingung des Universums überhaupt schwingen zu können und mit dem Universum kommunizieren zu können und um seine Träume eben zu verwirklichen. Mhm. Absolut. Alles okay? Mit dem Mikro. Kurzer Cut. Ich muss einmal kurz mein Ladekabel anschließen, nicht, dass ich gleich hier weg bin. Hey, das ist real. Aber das passt schon. Während die Loa das Ladekabel anschließt, würde ich gerne einfach was ergänzen, was ich sehr schön finde. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema weibliche und männliche Energie. Und bei der männlichen Energie steckt ja auch das Wort Zerstörung drin. Und Zerstörung wird ja oft negativ interpretiert. Aber lass es uns mal positiv interpretieren. Wenn wir Altes zerstören, dann können wir auch weibliche Energie etwas Neues wieder erschaffen. Deswegen geht es immer um diese Wechselwirkung. Der Baum wird ja auch irgendwann, er wächst und dann zerfällt er ja aber auch wieder. Ganz genau, auch die Jahreszeiten in uns überhaupt erst anzuerkennen. Also das musste ich auch erstmal lernen als Unternehmerin, wenn ich halt einen Tag habe, wo ich einfach nur heulen will und mir denke, boah, fuck man, ich bin nicht gut genug. Und da habe ich diese Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich bin überfordert, ich weiß nicht weiter. Aber das zuzulassen, zu sagen, it's okay to cry. Und ich glaube, das macht auch übrigens meine Community aus, weil ich genau diese Momente dann auch teile, wenn ich weine, weil genau das ist halt menschlich und ich erinnere mich da halt einfach immer wieder dran, ich will keine Maschine sein und ich will auch gar nicht so wirken, als würde bei mir immer nur Highlife, Dreamlife und so weiter abgehen, aber trotzdem möchte ich vermitteln, es darf leicht sein, seinen Traum zu leben, denn ganz, ganz lange hatte ich auch den Glaubenssatz, oder auch so die Angst, jetzt kommt irgendwas von außen und zerstört mir mein Traumleben. Und davor habe ich extrem Angst. So, das war ganz lange eine ganz präsente Angst. Ich hatte das Gefühl, mein Leben ist zu schön, um wahr zu sein und irgendwann gehe ich aus der Tür und werde einfach vom Bus überfahren, weil so schön kann es ja nicht sein. Woher kommt das, Leute? Das kommt von den ganzen motherfucking Filmen, die wir uns reinziehen, dass wir denken, wenn etwas mega, mega schön ist und mega, mega cool ist und mega, mega smooth läuft, dann muss ja irgendwas passieren, wie im Horrorfilm, dann muss irgendwas passieren, was dann halt einfach ultra das Drama reinbringt. Ja, was ich ganz schön fand, du hast ja auch Theta gemacht bei Dieter Lange, und der hat ja ein ganz schönes Bild, da hat er gesagt, dass das Leben ja wie eine Kurve verläuft. Ja. Und das heißt, wir haben ja in sozusagen Höhepunkte, Tiefpunkte, aber es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachtest du denn diesen Tiefpunkt? Zum Beispiel, ich fand es super geil, du verlierst deinen Job und du hast gefühlt so einen Tiefpunkt. Gleichzeitig hast du aber mehr Zeit für deine Familie. Das heißt, du könntest auch die Perspektive betrachten. Ich habe eine neue Chance für einen neuen Job. Ich habe mehr Zeit für die Familie. Ich kann Persönlichkeit, jetzt kann richtig wachsen daran.
1000%. Und deswegen ist es immer die Frage der Perspektive. Und das ist, glaube ich, auch das, was du gemeistert hast, liebe Loa, dass du gesagt hast, hey, du hast auch diese Schwankungen, so wie jeder andere Mensch, aber du siehst immer die passende Perspektive. Du sagst, ah, das, ja, super, okay, dann wachse ich daran. Das, ah, geil. Weißt du, das ist immer so, wir schieben es uns einfach so hin, dass es immer irgendwie sich trotzdem gut anfühlt, auch wenn es für Außenstehende so, hey, du müsstest doch voll down sein. Ich so, nein, ich bin nicht down. Das ist geil. Ich kann wachsen, es ist okay. Und ja, dann vielleicht ab und zu heult man auch. Aber dann nimm, also ich weiß damals, dass ich extremst fertig war, als meine Ex-Freundin mit mir Schluss gemacht hat, habe ich trotzdem im selben Moment, obwohl ich geheult habe, kaputt war, traurig, wütend, habe ich im selben Moment gewusst, in 2-3 Monaten lache ich darüber und ich wachse jetzt gerade daran. Ja, und halt auch dieses Vertrauen zu haben, wenn ihr zusammengehört, werdet ihr eh wieder zusammenfinden. Ne, also einfach dieses Vertrauen zu haben, alles passiert für mich und nicht gegen mich. Und das Universum fügt ganz automatisch die Dinge zusammen, die zusammengehören, und die Dinge auseinander, die auseinandergehören. Und das finde ich halt mega, mega spannend, einfach mit zu berücksichtigen. Trotzdem muss ich aber sagen, ich habe diese Momente, wo sich alles nach schwarz-weiß anfühlt. Und ich habe diese Momente, wo ich mich selbst verurteile und nicht sofort irgendwie das Geschenk drin sehe. Und ich glaube, das ist auch okay. Einfach zu, in diesem Moment, das einfach zu fühlen, die Wut zu fühlen, die Trauer zu fühlen, das ist alles okay. Und im nächsten Moment das zu meistern, diese Energie umzuwandeln in etwas Positives für dich. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte mal eine Breathwork-Session auf Bali, die so deep ging, weil er zu mir meinte, und das war so krass, ich war so da und dachte mir, ach, ich probiere das einfach mal aus, ich will mehr über mich kennenlernen, ich habe jetzt keinen bestimmten Grund, warum ich hier bin, ich bin einfach für Wachstum hier und so. Und dachte mir so, easy cheesy, mir geht's richtig gut, living my dream life. Und ich bin so da und er so, ja, merkst du was? Du bist einfach sofort in die Dankbarkeit gegangen. Aber was ist denn da drunter? Was hast du denn eigentlich da gefühlt? Und so weiter und so fort. Und dann war quasi diese Breathwork-Session, boah, die war halt das gefühlt Diebste, was ich in meinem Leben erlebt habe, weil das halt mich so krass zurückversetzt hat an Punkte in meinem Leben, wo es mir richtig mies ging und ich einfach genau in diesem State die gesamte Emotion zu Ende gefühlt habe. Weil er sagt, wenn du die Emotion nicht zu Ende fühlst und direkt in die Dankbarkeit switchst, ist es unterbewusst die ganze Zeit noch da und schwingt halt mit. Das heißt, du musst es einmal zu Ende fühlen, weil sonst triggert es dich gar nicht mehr. Wenn etwas nicht mehr piekst, dann weißt du, du bist drüber hinweg. Aber wenn etwas piekst und du laut wirst oder du krasse Emotionen spürst oder so, dann weißt du, da ist noch Potenzial, an dir zu arbeiten. Und das ist menschlich, das ist normal, das ist gut, das ist geil. Aber das war für mich echt augenöffnend. So dieses Fühle die Emotion zu Ende und erlaube dir auch, diesen Schmerz und alles zu fühlen, bevor du in die Dankbarkeit switchst. Und es kann natürlich auch bei einigen Momenten sein, dass du sagst, nee, ich fühle tatsächlich die Dankbarkeit jetzt sofort und bei einigen vielleicht monatelang nicht oder wochenlang nicht. Und ich glaube, it's not getting easier, you just get better. Wir haben von Tag zu Tag einfach mehr Toolboxen mit uns, wie Breathwork, Meditation, Yoga, Laufen, CrossFit, Sport, Surfen, ne? Also egal was es ist, wir haben einfach mehr Tools an der Hand, um mit unserem Leben umzugehen. Ich glaube, das macht dann einfach irgendwann die Weisheit, die Erfahrung aus, mit herausfordernden Situationen umzugehen und nicht so Angst zu haben, okay, irgendwas könnte kommen und zerstört mir mein Leben. Davor habe ich jetzt gar keine Angst mehr. Früher war das aber eine ganz präsente Angst in meinem Leben. Danke, ja. Loa, letzte Frage. Bist du bereit? Sowas von. Die Frage stelle ich immer allen Podcast-Gästen, und zwar, mein Thema ist ja Lebensweg mit Herz. Das ist ja so mein Motto, wie bei dir True Power ist meins Lebensweg mit Herz. Verstehe. Und ich stelle immer die Frage, wenn du dir jetzt mal so richtig märchenhaft, bildhaft, deinen Lebensweg mit Herz ausmalst, also wirklich in einem Märchen, in einer Fantasiewelt. Sind da Wälder? Welche Farben siehst du? Was riechst du? Wie sieht es aus? Also, du weißt, was ich meine. So richtig fantasiehaft. Also nicht, ich stehe in 5 Jahren auf der Bühne, sondern so richtig fantasiehaft in Sinnen. Mhm. Wie sieht dein Lebensweg aus? Was spürst du? Was fühlst du? Was siehst du? Was hörst du? Was nimmst du wahr? Wow. Boah, mir kamen gerade, während du geredet hast, mir kamen gerade so viele Bilder. Das war so schön.
Und da merke ich direkt, it's the little things. Also es sind ganz kleine Dinge, die ich spüre und sehe. Zum Beispiel, dass ich in meinem eigenen Zuhause, es ist so ultra, ultra groß, also keine Ahnung, wie viel Quadratmeter, aber einfach so ein großer Raum, der so richtig cozy mit Hängematte und gefühlt 200 Pflanzen eingerichtet ist, alles so wie in einem kleinen Dschungel. Und ich gehe da gerade so räuchernd durch, so tanzend und einfach dieses Gefühl zu haben, so boah, mir geht's gerade so gut, ich bin in meinem eigenen Zuhause, habe irgendwie eine Stunde morgens schon die Pflanzen gegossen, weil ich jede Pflanze irgendwie genau weiß, wie sie tickt. Ich bin übrigens noch gar keine irgendwie Gärtnerin oder so, aber ich weiß, dass ich irgendwann ein Zuhause haben werde, wo ich so 200 bis 400 Pflanzen einfach drin habe. Und von mir aus stehe ich morgens um 4 Uhr auf und gieße erstmal 2 Stunden Pflanzen, weil das einfach zu meinem Leben dazugehört. Sowas stelle ich mir vor, wie ich mit meinem leckeren Kaffee in der Hängematte irgendwie bin und die Sonne reinstrahlt. Dann kam irgendwie ein anderer Moment, wie ich mein Kind auf dem Arm habe. Ich bin im Bikini, habe mein Kind auf dem Arm und mache gerade einen Green Juice oder einen Smoothie oder so ein Bananeneis. Und das Kind freut sich gleich, dieses leckere, natural, vegan Bananeneis zu essen. Und ich sehe dann auch immer schon irgendwie so den Ort, dass irgendwie auf dem Holzboden unter mir in der Küche ist noch so ein bisschen Sand und ich gehe da einfach barfuß mit meinem Bikini irgendwie rum und fühle mich einfach so frei und das ist total spannend. Mir kommen gar keine Bilder von Bühne und was habe ich erreicht und wie groß ist mein Team, sondern wie habe ich mir mein Leben eigentlich vorgestellt? Ich stelle mir vor, wie ich mit meinem Jimmy, mit meiner besten Freundin alt werde und einfach mit ihr so die coolsten Omas ever einfach am Strand entlang spazieren oder wie wir irgendwie auf einer richtig schönen Dachterrasse sitzen und einen Wein trinken und einfach das Leben genießen, ganz viel tanzen, ich für andere Menschen koche, während irgendwie alle am Tisch sitzen, hole ich noch das Bananenbrot gerade raus, was ich frisch gebacken habe. Also so, ich stelle das mir mit all meinen Sinnen vor. Ich rieche Palo Santo, rieche das Räucherstäbchen, rieche den leckeren Kaffee, rieche die Natur in meiner Bude oder auch den Dschungel, wenn ich rausgucke, sehe ich ganz, ganz viel Natur. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Unter mir spüre ich den Sand so ein bisschen, dieses salty hair und einfach Sand an den Füßen Feeling. Und trotzdem so dieses cozy Gefühl, meine Freunde, meine Ängsten um mich zu haben, eine Family gegründet zu haben und ja, einfach so Kleinigkeiten kommen mir tatsächlich, Jonas. Ja. Voll schön. Mhm. Ja, das ist so, dieses Bild gibt ja auch einfach so ein bisschen dieses Gefühl, hey, für was stehe ich auf, warum gehe ich das Ganze? Weil mein Bild ist ja immer so dieses, hey, wir müssen alle nach Rom und Rom ist so das Symbol für den menschlichen, körperlichen Tod. Da gehen wir alle irgendwann hin. Die Frage ist, wie lang ist der Weg? Bei manchen kürzer, bei manchen länger. Und vor allem, wie gestalte ich mir einfach diesen Weg? Lebe ich das Ganze und kann dann am Ende, wenn ich vor den Toren vor Rom stehe, sagen, wow, ich hatte einen wunderschönen Weg, ich habe Menschen begleiten dürfen. Es war wirklich traumhaft mit Höhen und Tiefen, ja, aber es war wirklich traumhaft. Danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte und ich bin bereit für Rom. 1000%. Am Ende deines Lebens wird dir eine einzige Frage gestellt und die wird sein, bist du jetzt bereit, loszulassen? Und die meisten Menschen sind es nicht, weil sie eben nicht ihr Leben in purster Fülle gelebt haben und all das erlebt haben, was sie wirklich erleben wollten. Und bei mir gehört da zum Beispiel dazu, und das weiß ich auch, irgendwie so ein inneres Gefühl von, ich werde immer mein ganzes Leben lang Workshops, Retreats oder Seminare oder irgendwas in der Richtung geben oder Bücher schreiben, egal in welcher Form, ob ich mich zurückziehe und da in meiner Hängematte liege oder ob ich sage, hey, neben meinem Haus sind da noch irgendwie andere kleine Gebäude, wo ich halt immer wieder, keine Ahnung, einmal im Monat Retreats mache oder Fastenkuren machen. Ich kenne zum Beispiel eine meiner Fastenlehrerinnen, sie ist 70. Sie macht immer noch Fastenkuren mit allen Menschen, gibt ihr Wissen weiter. Und das kann ich mir halt mega gut vorstellen, in kleinen Gruppen sowas zu machen. Oder aber auch in großen Gruppen oder Bücher zu schreiben. Oder I don't know, wir werden sehen. Aber was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, ist nicht so ein Ziel zu haben, sondern eher sich die Frage zu stellen, wie möchte ich, dass mein Leben sich anfühlt? Und das ist total spannend, dass bei mir die kleinsten Momente da kommen, die eigentlich mit meinem Daily Life zu tun haben und nicht irgendwie so, das ist mein Ziel mit 1000 Menschen auf der Bühne oder so, sondern wie fühlt sich mein Leben gerade an? Und ich möchte das Gefühl von I'm living my dream life jeden Tag sagen können. Und das habe ich nur, wenn ich ehrlich und authentisch zu mir selbst stehe
Und wenn ich zu so vielen Entscheidungen wie möglich in meinem Leben Hell yes gesagt habe. So schön. Hey Loa, ich danke dir für diesen wundervollen Impact-Bomben-Universum-Podcast. Also da waren so viele Nuggets drin, ich weiß auch nicht. Also ich hab für mich wirklich einige tolle Sachen rausziehen können. Und ich hoffe, du als Zuschauer, als Zuhörer auch. Und deswegen möchte ich mich einmal jetzt herzlich bei dir bedanken, dass du da warst, liebe Loa. Ihr findet die Loa einmal in den Shownotes. Das sind auch ihre ganzen Links und so weiter drin. Auch der Loa Club ist da drin. Da könnt ihr es einfach mal abchecken, Instagram ihr folgen und so weiter. Und deswegen vielen lieben Dank, Loa, dass du da warst. Wow, Jonas, ich danke dir so sehr. Wie immer, es ist eine Ehre, mit dir zu quatschen. So schöne Fragen, so deep. Und es war ein intuitiver Free-Flow, der sich so gut angefühlt hat. Und deswegen tausend, tausend Dank für deine Zeit, für diese kostbare Lebenszeit, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Ich finde dieses Gefühl immer so cool. Krass, Mann, wir haben gerade wertvolle Lebenszeit miteinander verbracht. Und das ist irgendwie so schön. Und ja, ich möchte einfach danken für diesen Austausch, für dein Sein, für deine Arbeit, das, was du nach draußen trägst. Ist ganz, ganz wertvoll für so viele Menschen und deswegen danke an dieser Stelle und ich freue mich natürlich an die, die zuhören hier gerade und sagen, da war eine Menge dabei. Ich freue mich, wenn ihr im True Power Podcast vorbeischaut, auf Instagram in meinen Stories vorbeischaut, wo ich daily Dinge aus meinem Leben teile und im allerbesten Fall natürlich Mitglied im Loa Club werdet, was man übrigens auch monatlich kündigen kann, also monatlich entscheiden kann. Da bin ich mal einen Monat dabei, da bin ich mal nicht dabei, also super flexibel. Da freue ich mich natürlich mega drauf und ja, alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank für diesen geilen Deep Talk, Jonas. Sehr geil, kann ich nur zurückgeben. So, und für alle anderen, ihr wisst Bescheid, ich habe natürlich auch mein Online-Mentoring-Programm Lebensweg oder Dein Lebensweg mit Herz. Das heißt, du findest auch diesen in den Shownotes. Du kannst es einmal testen, komm einmal zum Zoom-Call vorbei mit den anderen Powerfrauen. Schau dir das einfach mal an, teste das Ganze, fühl rein, ob das für dich passt. Und dann kannst du auch gerne mit Teil der Lebensweg mit Herz Community werden. Und ich freue mich, dass du heute reingeschaltet hast, dass du reingehört hast. Und dann geht es weiter wieder in 2 Wochen. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und gerne teile diese Podcast-Folge ganz, ganz, ganz oft, weil einfach da nochmal so viel, so viel, so viel toller Mehrwert drin gesteckt hat. Und Dankeschön. Danke, dass du eingeschaltet hast und die Zeit investiert hast. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.